Bevor du deine Tätigkeit beginnst, solltest du natürlich das Gewerbe anmelden. Da sind wir im Kapitel Nummer 8, Gewerbeanmeldung. Du hast einmal die Möglichkeit, ein Kleingewerbe anzumelden und du hast einmal die Möglichkeit, ein normales Gewerbe anzumelden. Du kannst das Kleingewerbe jederzeit auch in ein normales Gewerbe ummelden. Andersrum ist es, glaube ich, wieder komplizierter. Das weiß ich aber nicht genau. Da solltet ihr euch immer euren Steuerberater fragen. Ihr solltet euch einen Steuerberater suchen. Ja, der kostet auch seine 50 Euro im Monat oder auch mehr oder weniger. Ich bezahle 50 Euro im Monat dafür und dann für Jahresabschluss und sowas nochmal extra. Aber im Schnitt bereite ich ihm halt die Papiere vor. Und aber es geht ja erstmal ums Gewerbe anmelden. Also ihr müsst erstmal zu eurer Gemeinde hin, zum Gewerbeamt und dann meldet ihr das Ganze an. Das kostet je nach Gemeinde 20 Euro, 50 Euro einmalig, um das Ganze anzumelden. Ganz wichtig bei der Anmeldung, achtet darauf, dass ihr so viele Punkte wie möglich drin habt. Dass man zum Beispiel sagt, okay, Automatenaufsteller, Verkauf von verpackten Lebensmitteln, ist auch ganz wichtig. Dann habt ihr nicht gleich das Gesundheitsamt an den Hacken. Je nachdem, was ihr natürlich macht. Ne? Verkauft ihr andere Produkte, Pizza oder sowas, dann müsst ihr natürlich da euer Gewerbe ganz anders stricken. Bei mir ist drin Import, Export, ich mache mal als Beispiel Handel, Stretchlimousinenverleih, Taxi-Mietwagenunternehmer und was haben wir noch? Ein Verlag. Und Verleger und ich habe so viele Sachen wie möglich mit reingenommen. Das kann man jederzeit ergänzen oder ändern, das ist gar kein Problem, aber es kostet auch jedes Mal Geld. Deswegen könnt ihr besser von vornherein so viele Sachen wie möglich reinnehmen. Handel, Verkauf, Onlinehandel, Einzelhandel und so weiter. Das ist dann viel, viel einfacher. Umso einfacher habt ihr es natürlich. Das steht dann auf dem Gewerbeschein auch drauf, den bekommt ihr. Damit könnt ihr dann auch im Großhandel und sowas einkaufen. Das könnt ihr übrigens auch mit einem Kleingewerbeschein. Es ist egal, ob ihr Groß- oder Kleingewerbe habt. Ne? Also das könnt ihr auch mit einem kleinen Gewerbeschein machen. Gewerbe anmelden ist aber super wichtig. Das solltet ihr auch machen, bevor ihr den ersten Euro verdient. Weil sonst sagt der Staat, hey, ne? Schwarzarbeit. Und das wollen die natürlich nicht. Ganz wichtig ist natürlich, dass man auch immer alles sehr genau dokumentiert. Alle Sachen, alle Rechnungen, alle Quittungen sortiert, aufhebt, Monat für Monat sortiert. Bei mir gehen die ganzen Sachen, also die Rechnungen, Quittungen und was ich für Umsätze habe, die ziehe ich über meinen NAJAX, über die Limitier raus jeden Monat. Das gebe ich alles zum Steuerberater hin und er kümmert sich darum. Das kann man auch selber machen, ja, aber ich kann in der Zeit besser Sachen machen, die ich gut kann und die mir Geld, mehr Geld bringen, als das, was der Steuerberater kostet. Der Steuerberater ist vom Fach, der bildet sich regelmäßig fort und so weiter. Und das ist ein Fachmann und den sollte man auch nutzen und der ist auch ganz wichtig. Und der hilft euch auch, es gibt manchmal Förderung für irgendwas, ne? Die Digitalisierung, kontaktlos bezahlen und so weiter. Da gibt es Förderung für und das hat er auf dem Schirm und der kann euch dementsprechend beraten. Es gibt natürlich auch die schwarzen Schafe darunter und so weiter. Aber bevor ihr euer Gewerbe anmeldet, solltet ihr euch einen Steuerberater suchen, mit dem darüber sprechen, was ihr vorhabt. Und der sagt euch auch, was für ein Gewerbe anmelden. Viele gründen gleich auch eine GbR oder eine GmbH und so weiter. Das ist alles viel zu umständlich. Ich würde das nicht machen, vielleicht wenn ich irgendwann noch mal ein bisschen größer bin. Aber da halte ich nicht viel von. Ich würde auch nicht mit mehreren Leuten zusammen irgendwas machen, sondern immer alleine. Klar gibt es Bereiche, da muss man mit mehreren zusammenarbeiten, weil man es alleine gar nicht kann. Aber ich finde, wenn man jetzt einen Automaten aufstellt, dann braucht man nicht mit 10 Leuten da rumhampeln. Das gibt nachher nur Ärger, dann kommt der Neid, Missgunst und so weiter. Ich habe mehr Arbeit, du hast mehr Geld, bla bla bla. Aber das ist erstmal so viel zum Thema Gewerbe anmelden. Ganz wichtige Sache, Steuerberater, Gewerbe anmelden. Und alle Infos bekommt ihr bei eurem Steuerberater. Ich bin keine Rechtsberatung hier. Auf geht's zum nächsten Kapitel.